Vielen Dank. Ich will nicht nochmal in die imperiale Gefangenschaft kommen. Wir dachten schon, du wärst tot. Und wahrscheinlich wäre das auch passiert. Ich weiß. Aber Regeln sind nun mal Regeln. Und was ist mit Moral? Wir hatten die Chance, Simo zu retten. Da war es das einzig Richtige, diese Chance auch zu nutzen. Ja, die Rettung war einfach. Vertraut aber ja nicht drauf, dass sie auch das nächste Mal so wird. In dem Fall würde mich nicht mal Leia überreden können, das Risiko einzugehen. Wir haben eine Nachricht von Admiral Akbar erhalten. Wir sollen uns am vereinbarten Sammelpunkt treffen. Hast du denen dort irgendetwas gesagt? Nein, Tech. Du kennst mich doch. Ich habe geschwiegen wie ein Grab. Kein Peilsender oder sonst was? Ich habe schon eben alles getestet. Er ist sauber. Wichtig ist jetzt ohnehin nicht, was ich preisgegeben habe, sondern was mir preisgegeben wurde. Ich habe in deren Basis einiges mitgekriegt. Streng geheime Informationen, die nicht mal die imperialen Commander wussten. Auf dem Todesstern, dem neuen, den die gerade bauen, da soll der Imperator sein. Er soll dort persönlich die Bauarbeiten beaufsichtigen. Leo, verbinde mich mit dem Admiral, sofort. Wird gemacht. Was ist? Holen Sie den Admiral. Ich habe wichtige Informationen. Commander Archeron, Sie haben der Rebellion außerordentliche Dienste geleistet. Was haben Sie für Informationen? Wir haben meinen Private befreit. Er hat in Gefangenschaft einiges Wichtiges erfahren. Was denn, Commander? Der Imperator wird dort sein. Er wird auf dem neuen Todesstern sein. Das verändert alles. Wenn unsere Informationen stimmen, soll die Kampfstation noch nicht voll einsatzbereit sein. Das könnte für uns einen großen Sieg bedeuten. Mehr wissen wir allerdings noch nicht. Die Daten werden höchstwahrscheinlich erst in 2 Tagen vollständig ausgewertet sein. Danach werden wir auf jeden Fall eine Sitzung der Rebellenflotte einberufen. Was ist passiert? Ich weiß es auch nicht. Commander, ich habe etwas auf dem Radar. Imperiale Kreuzer! Starte den Hyperantrieb. Wir müssen hier weg. Geht nicht. Sie kommen von allen Seiten. Bei einem Schiff wie unserem wäre eine Kollision unvermeidlich. Die werden uns kriegen. Wir müssen das Schiff aufgeben. Die Rettungskapseln wären zu langsam. Sie würden uns mit Leichtigkeit abschießen. Zira, dein A-Wing würde es schaffen. Dort ist nur Platz für 2. Dann nimm Leo mit und flieg weg. Ja, Commander. Und wir? Wir müssen alle Daten auf diesem Schiff löschen. Die dürfen nichts über uns wissen. Und sie dürfen nicht wissen, dass wir wissen, was wir wissen. Wir zerstören also unseren Bordcomputer. Und dann? Jagen wir das Schiff in die Luft. Was ich jetzt aber bräuchte, wäre ein bisschen Rückendeckung. Diese Festplatte zu löschen dauert sehr lange. So geht's auch. Aktivierst du die Selbstzerstörung? Ich stelle den Hyperantrieb an. Wie Leo gesagt hat, eine Kollision wäre unvermeidlich. Vielleicht sorgt das für genügend Ablenkung, sodass wir mit der Rettungskapsel entkommen können. Komm mit, wir haben noch 1 Minute. Ich hoffe, wir werden schnell wieder eingesammelt. Und hoffentlich auch von den Richtigen. So wie es aussieht, ist dem definitiv nicht so. Schade, schade. Da habt ihr euch so viel Mühe gegeben und jetzt das. Ihr glaubt nicht, wie leid es mir tut, meine Freunde. Aber eure Todesstrafe ist vollkommen gerechtfertigt.
Da seid ihr selbst schuld. Ihr könnt uns nicht töten. Dazu wissen wir viel zu viel über die Rebellion. Die Rebellion ist Geschichte. Zumindest wird sie das sein. Wenn ihr wüsstet, was auf euch zukommt. Nein, wenn ihr wüsstet. Noch irgendwelche letzten Worte? Ja, ich würde gerne noch... Was zum Geier ist das denn? Wir fliehen also in den Wald. Dort wird nichts sein. Besser als hier erschossen zu werden. Wir springen. Simo. Nein. Wer bist du?